Turnhallen, leerstehende Hotels oder mobile Containerunterkünfte. Mit der ersten Flüchtlingswelle im Jahr 2015 haben 100.000 Menschen hier bei uns in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein neues Zuhause gefunden. Viele der Geflüchteten konnten mittlerweile eine dauerhafte Bleibe bekommen. Behelfsunterkünfte wurden abgebaut oder geschlossen. Und das könnte jetzt zum Problem werden, denn seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar kommen immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns in die Region. Aber der Wohnraum ist nicht überall da. Aufgrund der andauernden Kriegsereignisse in der Ukraine, aber auch durch Fluchtbewegungen aus anderen Regionen, ist gegenwärtig der Flüchtlingszugang in Baden-Württemberg und damit auch im Neckar-Odenwald-Kreis stark erhöht. Das Landratsamt sucht daher weiterhin Liegenschaften, die zur Flüchtlingsunterbringung geeignet sind. Gesucht werden Grundstücke und Gebäude, die sich zur Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften eignen. Alleine aus der Ukraine sind bisher über 153.000 Menschen nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gekommen. Zusätzlich tausende Asylsuchende aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. Die registrierte Zahl der Hilfesuchenden im Südwesten sei laut dem Ministerium für Migration Baden-Württemberg jetzt schon über dem aus dem gesamten Krisenjahr 2015. Karl Kopp von Pro Asyl sieht neben der Unterbringung noch ein weiteres wichtiges To-Do für die Länder. Es sind auch knapp 150.000, denke ich, Kinder in die Schule gekommen, sukzessive. Es können noch mehr sein. Das ist eine Herausforderung auch für das Schulsystem. Wir brauchen mehr Lehrerinnen, Lehrer, um das gut zu machen. Und bei der Unterbringung müssen wir auch gucken, dass wir sehr schnell die Menschen aus Notbehausung in menschenwürdige Wohnungen unterbringen. Die Suche nach Wohnraum ist unter anderem kompliziert, weil viele Unterbringungskapazitäten in den Kommunen bereits belegt sind durch Menschen, die schon 2015 in den Südwesten gekommen sind. Notunterkünfte müssen also wieder reaktiviert oder neu geschaffen werden.